Hallihallo, Ladies und Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Learn to German. Take it light, heute mit dem Moritz. Und ja, wie ihr seht, haben wir schon wieder was Neues gemacht. Es ist diese wunderschöne Tür hier. Und wenn man lang genug drauf starrt, sieht man, dass sie sich sogar öffnet hier. Was ziemlich cool ist, ne? Und ja. Oh mein Gott! Nein. Boah, bist du gar nicht runtergefahren? Nein. Au. Wie war es mit Führerschein letzte Folge? Ah, das mit dem Führerschein überlege ich mir nochmal. Aber hey, auch von mir hallo zu Tacket. Ja, wir haben wieder auf Kamera ein bisschen was gemacht. Vielen Dank für den ganzen fetten Support in den letzten 2 Folgen. Ich glaube, da haben wir zusammen jetzt mindestens schon 300 Likes oder so. In 2 Folgen. Echt krank. Also vielen Dank nochmal dafür. Ja, das Und. System dahinter ist auch gar nicht kompliziert. Nein, Wie wir man sind dann wieder 4 Stunden sieht. dran gesessen oder so. Wo parkst du wieder? Im Lift. Ich Dann versuch's. können wir gleich wieder nach unten fahren und vielleicht nochmal zuschauen hier. Callst du zu 1? Das kann ich schnell machen. Boah, wunderschön geparkt, Moritz. Ich bin stolz auf Ja, dich. aber es bleibt nicht stehen. Doch, doch. Wenn du lange genug nichts machst, dann bleibt er stehen. Okay. Genau. Das Einzige, wo. Wow, au! Und ich lieg unten. Was? Moritz. Warum ist das noch nie passiert? Komm, ist Moos drin, kann mir geht alles kaputt. Du Ja, bist ich gerade hätte. durch einen Aufzug durchgefallen. So, jetzt. Aber das einzige Problem, was wir zurzeit noch haben, ist, dass das hier erst aktiviert wird, wenn der Aufzug fertig ist mit seiner aktuellen Aktion. Was aber nicht so dramatisch ist, also von daher. Ja. Wie ihr Ja. seht, sind insgesamt 2 verschiedene Frames und schaut noch immer ziemlich episch aus. Genau. So, ja, was haben wir denn die Folge vor? Genau, wir wollten oben das noch bauen. Genau, wir wollten eigentlich heute was ganz Ähnliches machen, nämlich so eine ähnliche Tür für oben, die sich allerdings auch dementsprechend nach oben hin öffnet. Genau. Und wir haben hier schon mal dieses Gerüst gebaut, aber das ist ja eigentlich noch fast gar nichts. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß damit und ich bin mal wegprogrammieren. Tschüss. Wer ist dafür verantwortlich? Für was? Achso, das war Wolf, glaube ich. Was? Was programmierst du jetzt bitte, Wolf? nee, ich bin schon hier, ich bleib Achso. hier. Keine Sorge. Wir brauchen noch Frames, gell? Ja, dürften noch genügend in Tatsächlich. der. Ah, haben wir noch genug, ja. Ja. Du 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 Dann crafte ich schon mal einen Advanced Computer. und einen Dings. Aha. Eine Ja. 2 Frame Motors brauchen wir. Und Dings der Bums das Battery Boxes und Solar Panels für Energieversorgung. Und sonst noch irgendwas um die Happy Meal oder so? Ja, wäre auch nicht schlecht bestimmt. Gott, jetzt darf ich schon wieder bauen mit Fliegen und hier bla und bli und blub. So. Und während wir halt nichts zum Reden haben, wollte ich nochmal anmerken, dass gestern keine Folge gekommen ist, weil ich, wie schon mal gesagt, in Österreich auf einer Beerdigung war. Habe ich extra nochmal letzte Folge am Ende gesagt, damit auch ja nicht nachgefragt wird. Ja, was war? Es haben trotzdem wieder Leute nachgefragt. Jungs. Es kommt eine Folge, wenn sie kommt. Wenn keine kommt, dann kommt keine. Es hilft euch nichts und es bringt nichts. Alles, was es tut, ist mich nerven. Wenn ihr fragt, wann die nächste Folge kommt. Oder ob noch einer kommt. Also bitte unterlasst es. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Was craftest du gerade, Wolf? Ich habe gerade den Computer gemacht und was brauchst du noch? Zwei Frame Motors? Frame Motors, Motors sind nicht eingespeichert. sind sie auch nicht. Die darfst du jetzt machen. Ich baue die Battery Boxes. Wir brauchen wie viele Die sind ja auch noch Battery-Boxes? nicht eingespeichert. Musst auch mal ein bisschen was machen, Wolf. Ist ja total oldschool, hier noch alles zu craften. Ich mache die Battery Boxes. Das. Ein oder zwei? 2. Ein Stack. Moos, du könntest Solar Panels machen, also die anderen Solar Panels. Aha, die anderen, okay. Ja, die Blue Electric Solar Panels. So, ich meine, die an gibt's nicht. Blue Electric Solar Panels. Okay. Die mit den Blue Doped Wafer und Blue Alloy Ja, Ingots. dann weiß ich schon. Gut, das muss dann. Ja, genau, da brauchen wir noch Marble. Marble Bricks. Dann mache ich mich an die 2 Frame Motors. Dudun, dudun, dudun. Dafür brauchen wir. Wie viel brauchen wir von denen?
Von den Solar Panels. Ja. Wie viel brauchen wir, Wolf? Zehn, Wir können ja 15. theoretisch das Haar aus Solar Panels machen, oder? Was wäre denn das für ein Scheiß? Was weiß ich. Ich weiß halt nicht, wie wir sie sonst so rum schön Ja, aber platzieren können. dann kannst du es nicht mehr verbinden. Warum sind doch alle Stimmt. verbunden? Hä? Verbinden? Wenn du das Haar aus Solar Panels machst. Ja, dann. Ja, dann kannst du die halt nicht mehr so toll mit dem Blue Alloy Wire verbinden. Ja, die Solar Panels sind eh alle verbunden. Das heißt, du musst nur einmal abgreifen. Ach so, stimmt, das war ja das mit denen. Also rein theoretisch ging es schon. Aber ob das schön ausschaut, ist die andere Frage. Mach erstmal einen Stack und dann schauen wir mal. Nein, Euer, mach 20. 20 ist maximal, glaube ich. Also Stack. 20. Ja, Der Stack. Moritz versteht mich. Copper Coil brauche ich wie viele? Vier. Noch zwei Iron. Haben wir irgendwo ein Alloy Furnace? Ja, in der alten Base sind es vier. Da dürften Oh. sogar noch Sachen drin sein. Echt? Ja, glaube ich jedenfalls. Hoffe ich Ja, gut, jedenfalls. dann. Ich schau mal kurz. Also da ist nichts mehr drin, da ist auch nichts mehr drin und da ist auch nichts mehr drin. Naja, und das waren Apropos jetzt Alloy drei Furnace, von das ist vier. auch mein Stichwort. Ich darf hier auch gleich mal ein bisschen Blue Alloy brennen. Genau, hau mal irgendwie eine Menge Zeug rein. Also Alloy-Zeugs. Eine Menge Zeugs. Ja, eine Menge Zeugs. Warum ist der Blue Alloy Block rot? Das habe ich mich schon so oft gefragt, du. Dummheit. Da Silver, habe ich also du ja. brauchst you need Silver und Le Ah ja, Nicolite. ich habe gesehen, ich brauche Silber und kein Iron. Silver und Nicolite. Tja, Nikolaid habe ich schon. Wolf, bist du gerade in der alten Base? Nein, ich stehe neben dir. Du bist bei mir irgendwie im Boden. Im Boden Boden zerstört. zerstört. Es hilft nichts, du bleibst im Boden. Jetzt bist du woanders. Probier mal Shift und springen. Nee, jetzt passt wieder. Okay. Kannst mir auch gleich ein bisschen Blue Alloy mitbraten. Das ist der Alloy Wie viel Ingot. brauchst denn du? Eine Menge. Okay. Warte, ich hasse, wie viel hast denn du? Ja, ich Wolf, habe hast du schon was 6. requested? Ach ja, Mein der Server ist Remote. abgekackt. Mein Remote Order. Ja, okay. Bis gleich. Yeah! Bereit haben. So, da sind wir auch schon wieder weiter an. Ja, der Server ist ein paar Mal abgekackt, deswegen haben wir es hier einfach nach oben verlegt, damit wir nicht mehr in die alte Base müssen. Ja. Ich habe übrigens ein bisschen Silver und Nikolai requested, gell? Wo ist jetzt eigentlich mein Silver und Nikolai hin? Moritz, hast du das? Du hattest Iron und Nikolite. Ich hatte auch Silver. Nee, das haben Ah, wir ja nee, auch. nee, stimmt, das wollte ich ja erst noch requesten. Ich habe schon alle voll gemacht, fast schon. Okay, Was gut. machst du da? Ich brate Silver und Nikolite. Da ist Kohle. Ich hab die Kohle, Naido. Nice. Ich bin stolz auf dich. Ich. Wieso hast du die jetzt rausgenommen? Hab ich doch nicht. Okay, gut, passt. Dann. Ja, da mache ich jetzt mal meine Solar Panels. Jo, Ja. dann Und brauchst du aber ich noch Blue passe schon Alloy mal den Lift-Server an. Wafers. Die Blue Dot Wafer haben wir noch. Oh fuck, stimmt, wir haben jetzt den Server zweimal abgeschalten. Obwohl war er auf Ebene 0. Ja, ich bin durchgeflogen, also wird er wahrscheinlich auf der 0 gewesen sein. Hoffentlich. Ja, er war auf der Null. Nachdem Ja, nicht 0 allzu und viel geschlossen passt. ist die Platte auch noch. Passt alles. Okay. Bedirb. Was wollte ich jetzt machen? Ja, genau, ich wollte Frames bauen, Frame-Motors bauen. Hat jemand mein Iron rausgenommen? Nein. Ich habe eigentlich Iron requested. Sorry, nicht. Ich konnte Iron neider, weil ich nur eins im Inventar habe, Wie viel aber denn? Ein Stack rein zufällig. acht. Nein, acht. Wolf, hast du Iron im Inventar? Nein, nichts davon. Was hast du da vorher gesagt von Dafu? Ja, da war noch Iron im Dings in dem Alloy Furnace drin. Moritz, schau mal kurz in Request, also in deine Dingspipe, in deinen Remote Order. Und schau, was bei dir bei Birchwood steht als Anzahl. Remote Order. Birch. What the heck? 0 M1. Ja, komme ich mit klar.
Ich glaube, wir sollten vielleicht die Farm mal irgendwie abstellen. Nein. Doch. Irgendwie ja schon. So, also 8 Solar Panels hätte ich schon. Hatten wir noch so viel Blue Dope Wifers? Ja, ein Stack. Okay. Sind ja auch nicht so schwer zum Craften, oder? Keine Ahnung, wie es mir nicht angeschaut. Ich brauche erst einmal Silicon Waver und die mal auf einem Silicon Bone. Aber da dürfen wir noch welche drin haben im System, glaube ich. Waver oder Bones? Bones. Oder Wafers. Silicon Waver haben wir auch noch. Ja. Das heißt, ich brauche ja bloß mit Nikola zusammenschmeißen. Ja, dann. Exakt. Alles. So, eigentlich wollte ich meine Motors machen, Mann. Ich komme wieder zu gar nichts. Iron. Sagt man, request ich halt nochmal einen Stack. Und ich könnte mal in YouTube schauen, wie weit eigentlich das Birchwood voll ist. Okay, meine Minecraft-Sounds sind viel zu laut. Ist aber nicht gut. Nein. Sind ja lauter als meine COD-Sounds. Dan, dan, dan. Und sowas kommt selten vor. Also, wir haben 1024 plus 600 Stacks Birchwood. Das wäre dann praktisch 0M1. Ja, ungefähr, aber nur. Ungefähr 0M1. Mhm. So, da ist mein Iron auch schon angekommen. Das kann ich da so machen. Hier so. Nein, Quatsch. Doch so. Blue Alloy Zeug. Hier so. Da brauche ich noch Brass. Hat jemand Brass rausgenommen? Nein. Aber ich belege jetzt mal kurz on Alloy Furnace, gell? Dan, 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 okay. So, ich habe 2 Frame Motors. Erp derp. Die setze ich jetzt. Warte, ich kann ja schon mal eigentlich die Decke bauen. Also die Dreifachdecke praktisch, damit wir uns da hinstellen können. Ist ja vielleicht nicht schlecht. Jo. Mhm. Jawohl, wir könnten einfach schlaffer gehen. Ja, du, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich ja gerade, dann mach mal durch. Ja, nee. Dann können, probieren wir unsere neuen Schlafbrillen aus, oder? Oh ja. Wir haben uns ja, lass mich hier noch kurz, der ist schnell hier noch fertig coden, dann okay. Geht der Aufzug auch mal wieder online. Ja, warum was codest du gerade? Ja, ich habe gerade unten im Aufzug nochmal angepasst, dass wenn der auf D30 fährt, dass dann sich auch immer die Roof Door öffnet. Okay. Also wir haben uns hier neue Brillen zugelegt übrigens, die, zum Schlafen, damit wir besser schlafen können, weil wie ihr wisst, haut Moos ja immer relativ viel um. Und Wolf hat immer seine Taschenlampe an in der Nacht, deswegen können wir alle nicht schlafen. Und ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, damit in die Tube zu gehen, also... Warte, das mache ich jetzt. Oh Gott, ich komme mit. Oh Gott, das kann es werden. Es laggt jetzt schon. Warum kann ich da so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Oh mein Gott. Es lädt noch. Ne, bei mir ist fertig, Klon. Geht eigentlich. So viel ist er da gar nicht eigentlich. Ja, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Jo. Unten. Ja. Ach ja, schaut, unser Tube ist zu hoch, du siehst nie alles auf einmal. Ja, das ist das Problem. Na komm, geh wir schlafen. Du 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 du. Siehst du auch deine coole Brille an? Natürlich, und die kann ich gar nicht schlafen. Nice, okay. Kommst du, Moritz? Ne, ja, bin ja da. Oh, so gut habe ich schon ewig nicht mehr geschlafen. Alter, ich die Brillen bringen es voll. Aber echt. So. Wir brauchen noch ein Modem, gell?
Und wir brauchen noch Blue Alloy Wire. Modems habe ich zufällig noch 19 dabei. Okay, das ist gut. Alloy ist nicht eingespeichert und haben wir auch nicht mehr im System. Das ist natürlich etwas schlecht. Das heißt, hier bauen wir den Frame-Motor hin und da hinten. Hast du jetzt schon die Battery-Boxes gemacht, oder? Die wolltest du noch machen. Ja, deswegen frage ich dich vielleicht, wenn du warum soll ich sie machen, wenn du sie machst? Weil du schon gerade Dings gemacht hast. Hier ist das blaue Zeug, Blue Alloy, Wire. Nein, halt, stopp. Ingots, genau. So. Die beiden Motors stehen. Jetzt brauchen wir noch einen Screwdriver, den ich verloren habe, weil ich mal gestorben bin, als wir am Programmieren waren. Hat jemand einen Stick und einen Iron dabei? Oder hat jemand einen Stick dabei? Iron dürfte nur ein Ding sein. Ja, ich hab Iron, aber ich bräuchte einen Stick. Ein Sticker, wenn er einen Request hat. Hast du gerade ein Project oder ein Crafting Table? Ich bin gerade nirgends. Okay. So. Aber weißt du, wer nie nirgends ist? Die Kommentarfragen. Genau. Ah, und da wollte ich nochmal ganz kurz mal wieder was ansprechen, bevor wir hier weitermachen. Und zwar sehe ich immer mal wieder unterschiedlich oder unter unterschiedlichen Folgen, dass Leute entweder meine Tacket-Lite-Datei wollen, also praktisch den Client, oder die Mods, dass ich die Mods in die Beschreibung zum Download freistellen soll, oder halt irgendwas zum Download freistellen soll, weil es bei ihnen nicht geht. Und dazu würde ich machen, wenn ich dürfte. Darf ich aber nicht, weil das gesetzlich so geregelt ist, dass ich, wenn dann die Erlaubnis von den Mod-Erstellern oder von den Ticket-Erstellern halt bräuchte, dass ich das zum Download zur Verfügung stellen könnte, aber das habe ich nicht, deswegen geht es nicht, also bitte hört auf, da was zu fragen. So. Kommentarfrage, gell? Auch. Derp. Von Laylo Cupcake. Kommentarflags. Was haltet ihr von Piercings und Tattoos? Ja. Ja, Moritz, was hältst du so von Piercings und Tattoos? Also, in Maßen lasse ich mir nur gehen. Vor allem, ja, okay. Piercings und Tattoos. Aber wenn du dir dann seine Leute anschaust, die wirklich das ganze Gesicht so gepierst haben, das ist ja. Ja. Nee, das also würde ich auch nicht. Also Piercings bin ich eher nicht so der Fan von, Tattoos schon eher. Und Piercings auch nur an normalen Stellen, nicht irgendwie, was weiß ich, so als Nasenring oder so. Das finde ich extrem hässlich. oder was weiß ich, was gibt's noch für komische Stellen? Die Backe habe ich auch schon mal gesehen. Oder was gibt's noch für komische Stellen? Über die Lippe, generell irgendwie durch durch die Lippe. Ja, durch die Lippe finde ich das nicht so schlimm. Nicht so schlimm wie ein Nasenring oder sowas. Nee, das ist ja. Oder Augenbrauen finde ich jetzt auch nicht so wunderschön. Und Tattoos ist auch nicht schlimm, finde ich. Wenn es, solange es klein ist. Also nicht klein, aber solange es halt am richtigen Ort ist. Was irgendwie gut Schulter, ausschaut. Ja, genau. Schulter oder vielleicht am Waden oder so. Danke, Wolf. Und wenn es auch nicht zu groß ist und wenn es auch nicht zu viele sind. Also nicht wie, was weiß ich. Wir hatten extrem viele Tattoos. Wiz Khalifa zum Beispiel. Aber nee. Also in Maßen. Ja, also generell ist es mir eigentlich persönlich recht egal, ob man jetzt Tattoos hat oder nicht. Oder auch Piercings, aber gefallen tut es mir jetzt eigentlich auch wirklich nicht. Also ich würde mir wahrscheinlich nie irgendwie ein Piercing, was sagt man da? Setzen, stechen, piercen? Piercing stechen, glaube ich. Weil du, oder du stichst dir das Loch für ein Piercing. Ja, genau. Also sowas würde ich selbst nie machen und auch Tattoo, also da, nein, könnte ich mir nicht vorstellen. Mein Dad hat ein fettes Tattoo auf dem Rücken. Nicht auf dem Rücken, aber auf seiner Schulter. Ich finde, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Aber piercen, nee. Will ich nicht. Also, Wolf, du würdest jetzt eher sagen, Totenkopf auf deinem Rücken ist eher nicht. Ich sag mal so, lieber ein Totenkopf auf meinem Rücken als ein Einhorn auf meinem Rücken. Okay. Hast du was gegen Einhörner? So My Little Pony Style.
Ja, dann lass dir doch einfach ein Punicorn auf den Rücken. Ritz. Hast du die Solarpanel schon? Nein. Wie viel hast du schon? 12. Warum nur 12? Was, warum nur 12? Du hast gesagt, kein Stack, also habe ich 12 gemacht. Ich hab gesagt 20. Ja, mach ich halt nur warte, schnell warte, 20. sind hier, warte, schau mal, ob die hier schon beim Haar hinpassen. Die sollen ins Haar reinpassen. Nein, aufs Haar halt. So ganz. Also brauchst du nochmal 12 oder so. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 19. So, ich will derweil schon nein, einmal. Fick, scheiße, wie, das geht nicht. Was? Was? Ja, weil wir die Solar Panels nicht auf, wenn die nicht in die Luft setzen können. Wie nicht in die Luft? Ja, weil ein Block drunter sein muss und wie können wir dann die Energie abgreifen? Müssten wir ja, das habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt, aber mir hört er wie immer keiner zu. Dann müssten wir hier so ein Loch reinmachen. Ja? Das ist ja verdammt hässlich. Ha? Ja. Und wenn wir doch irgendwie von unten Energie anzapfen, dann haben wir gleich schon mal in jedem Stockwerk Blue Electric Energie. Das wird viel zu viel für das ganz unten. Achso. Außerdem ist es viel zu lang, das heißt, du kriegst oben fast gar keine Energie mehr. Ja, das hier oben noch ein paar Thermopiles einbauen. Warte, nein, warte, 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 wir könnten das ja praktisch durch die Seite irgendwie machen. Ja, machen wir es durch die Seite und dann aufs Dach hier unten. Das muss ja nicht oben auf dem Hubschrauber dann. Ja, genau, durch die Seite irgendwie durch. Hört sich doch toll an. Lassen wir das Kabel durchdiffundieren. Wo machen wir es dann? Hier oder? Hier so, zack, zack, oder? Moment, Moment. Achso, ich hätte gesagt, dass wir hier das, also noch innerhalb von dieser Doppeldecke in die Wand rechts gehen, die halt dann komplett vercovern und dann unten auf die Dachebene, wo auch die Landebahn drauf ist, hingehen. Auf Deutsch. Wir tun die Panels vom Hubschrauberlandeplatz weg und die kommen dann unten aufs normale Dach und dann legen wir hier ein Kabel quasi durch die Wand nach unten, sodass wir dann unten rauskommen und schließen es dann da an das Feld an. Okay, aber das können wir ja nächste Folge machen, weil wir jetzt schon wieder ziemlich spät sind. Nicht spät sind, aber viel sind, nein, viel sind wir auch nicht, voll sind wir auch nicht, weit sind, so. Ja, freut euch auf die nächste Folge, würde ich mal sagen. Oh Gott. Ja, und was mich auch interessieren würde, ob es euch lieber ist, wenn wir solche Sachen wie die Frame-Motors und Programmieren off-camera machen, wie hier zum Beispiel, weil, wie ihr seht, dauert das ganz schön lange eigentlich, sowas zu bauen. Stimmt's, Wolf? Ja, also. Ja. Bis hoch zu 4 Stunden, so ungefähr. Ja, genau. Und da hatten wir dann halt, was weiß ich, 20, 30, 50 Folgen. Wollt ihr, dass wir das off-camera bauen, teilweise off-camera bauen oder was weiß ich? Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da. Und ja, hoffen wir, euch hat's gefallen. Vielen Dank, dass du dabei warst, Moritz. Kein Problem, immer wieder. Wolf, ja. Vielen Dank, dass du auch mal wieder dabei warst. Wo bist du gerade? Ich kämpfe gerade unten gegen die ganze Freakshow hier an. Ich helfe dir. So. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Outro.